Hallo und herzlich willkommen zu Alpha Playrooms. Heute habe ich das komplette Spielzeugset vom Happy Meal dabei. Und das Tolle daran ist, das sind Dinosaurier drin und Pferde. Und Gott sei Dank konnte ich für meinen Sohn und meine Tochter alle Spielzeuge ergattern. So, aber jetzt lass uns mal die erste Runde vorstellen. Also vom 5.9. bis zum 25.9. gab es zwei Spielsachen. Einmal den Tyrannosaurus Rex. Das ist der hier. Der Gigant. Schaut euch mal den an. Ist der nicht Wahnsinn? Das ist ja echt ein tolles Tier. Zum Glück gibt es die heutzutage nicht mehr, weil sonst hätten wir echt Angst. Aber so gesehen, Hammer. Das ist der Dinosaurier. Der erste, der drin war. Der sogenannte Tyrannosaurus Rex. Und das tolle Gegenstück dazu ist Sheetland Pony oder Seedland Pony. Das hier, das schöne Stück, war auch im ersten Tag dabei. Toll, oder? Sehr schön. Wunderbar. Das ist das Sheetland Pony. Diese beiden Spielsachen waren in der ersten Woche. Oder nee, warte, vom 5.9. bis zum 25.9. waren die verfügbar. Das waren die. Und dann war noch verfügbar von 5.9. bis zum 25.9. einmal der Spinosaurus. So, hier müssen wir kurz zur Seite gehen. Jetzt kommt nämlich der Spinosaurus. Mit dem ist kein Spaß zu machen. Der Spinosaurus So, und da kommt der Spinosaurus. Dieses Prachtexemplar, schaut euch das mal an. Ist das nicht toll? Wunderbar verarbeitet. Richtig toll schauen die Figuren aus. Hartgummi. Aber echt klasse. Das ist der Spinosaurus. Und zu diesem Spinosaurus gab es das Gegenstück Wells Pony. Das tolle Tier war auch dabei. Das ist das Wells Pony, also Wells, also Wells, wie man es auch spricht. Sehr schön. Also meine Tochter hat sich über das Pony sehr gefreut und mein Sohn über die Dinos, das sowieso. Ganz tolles Pony. So, auch die waren dabei vom 5.9. bis zum 25.9. So, aber jetzt müsst ihr Platz machen, denn nun kommt dann die neue Vari also die neue Runde. Das ist dann vom 26.9. bis zum 16.9. Und da war dabei der Gigantosaurus. Das ist der Gigantosaurus. Ein Hammerteil. Der sieht richtig, richtig krass aus. Und zu diesem Gigantosaurus kam das Gegenstück. Ein Islandpony. Das ist das Islandpony. Das war auch dabei. Vom 26.09. bis zum 16.10. So rum. Also 26.09. bis 16.10. war das im Happy Meal drin. Und wie gesagt, die sind richtig schön verarbeitet, die ganzen Ponys. So Tyrannosaurus, nee, halt, das war der Gigantosaurus. Geh mal neben dem Rexi und das Island-Pony, das darf hier platzieren. So, hier darfst du Platz nehmen, dann passt das nämlich gut. So, justieren wir nochmal die Cam ein bisschen. Wunderbar. Und dann gab es noch ein Velociraptor. Velociraptor. Das ist der Velociraptor. Der war vom 26.09. bis zum 16.10. verfügbar. Oder ist sogar noch verfügbar. Weil heute ist, glaube ich, noch nicht mal Oktober. Aber wir haben sie alle. Wir haben sie schon. Gott sei Dank. Mein Sohn und meine Tochter haben sich so dermaßen über die Tiere gefreut, weil die auch wirklich stabil sind, schön ausschauen und wunderbar verarbeitet sind. Also wirklich, wirklich klasse. So, du darfst mal hier neben dem netten Pony, neben dem Wills Pony Platz nehmen. Aber nicht beißen, ja? Und als krasses Gegenstück zu den Gigantosaurus, halt, nee, es war nicht der Gigantosaurus, sondern zu den Velociraptor, boah, ich kann den kaum aussprechen. Velociraptor, nee, Velociraptor, ach egal. Also ein Raptor halt. Und das Gegenstück zu dem war das Drakener-Fohlen. Ja, ihr hört richtig. Ein Fohlen war auch dabei zwischen den ganzen Monstern. Ha, das ist das Fohlen.
Das ist richtig süß und war auch so begehrt. Also es ging so schnell weg. Wir hatten gerade noch Glück, wir haben das Ausstellungsstück bekommen. Sonst hätten wir das Fohlen gar nicht kassieren können. Sauber. Und was auch noch cool ist, wir haben von diesem Gigantosaurus noch eine richtig krasse, schöne Kopie. Das heißt, wir haben zwei Stück von dem. Richtig schön. Also wie gesagt, ich kann euch dazu sagen, diese Spielzeuge sind wirklich klasse, sehr schön verarbeitet, sind stabil und wie gesagt, also klasse. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Endlich mal wirklich ein Spielzeug, das dabei ist, das Hammer ist. Und wie gesagt, meine Kinder hat sich wirklich gefreut, ne? Oder Luca? Die sind richtig schön. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Like hier. Oder wenn ihr auch in Zukunft meine Videos sehen wollt, könnt ihr auch ein Abo dalassen. Dann seht ihr immer, wenn ein neues Video rauskommt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis bald. Euer Alpha Playroom.